Vielen Dank, Herr Präsident. Ich habe mich etwas gewundert, als ich den Antrag sah zur Europäischen Union und zu Israel und den Urheber, die AfD-Fraktion. Denn ich habe mich gefragt, wie sieht es eigentlich aus mit der Position der AfD zur EU und zu Israel? Also bei der EU steht der Austritt Deutschlands 2024 im Wahlprogramm. Gestern Abend, ich war in Brüssel, liegen sich Herr Meuthen und Herr Farage jubelnd in den Armen, als das Austrittsabkommen beschlossen worden war. Als die AfD sich überlegen konnte, mit wem sie in Europa gemeinsame Sache macht, für wen hat sie sich entschlossen? Für die ID-Fraktion Identität und Demokratie, geführt von einem Mann von der Lega, von Herrn Salvini. Und Herr Meuthen ist da gemeinsam mit dem Generalsekretär vom Rassemblement National, das ist die Partei von Frau Le Pen, stellvertretender Vorsitzender. Meine Damen und Herren, Sie wollen überhaupt keine Beziehung der EU zu irgendjemandem. Sie wollen, dass Deutschland aus der EU austritt. Sie wollen die EU zerstören. Sie haben keine Glaubwürdigkeit für Ihren Antrag, zumal Sie auch noch das Europäische Parlament abschaffen wollen. Und wie sieht es mit Israel aus? Das ist ein Staat, der existiert nur, weil es die Shoah gegeben hat, an die hier so würdig erinnert worden ist. Und dann haben Sie einen prominenten Vertreter Ihrer Partei, den Fraktionsvorsitzenden in Thüringen, Herrn Höcke, der das Denkmal, mit dem an die Shoah erinnert wird, so in Frage stellt, indem er sagt, kein anderes Land würde sich ein solches Denkmal der Schande in seiner Hauptstadt stellen. Meine Damen und Herren, Regierungsvertreter Israels wollen mit Ihnen nichts zu tun haben. Die verweigern jeden Kontakt. Sie verweigern jeden Kontakt. Die NS-Herrschaft als Vogelschiss zu bezeichnen, spricht auch noch für sich. Und dann schauen wir mal aufs Verhältnis EU-Israel, so wie sie es heute darstellt. Israel ist Teil von Horizon 2020, dem großen Forschungsförderungsprogramm. Das ist super, weil Israel ist wirklich eine Forschungs- und Innovations- und Start-up-Nation. Das finden wir klasse. Israel ist auch Teil von Erasmus Plus. Das heißt, junge Leute haben die Chance, Austausch zu machen. Es stimmt, wir sind uns nicht immer einig in allen Fragen. Die Bewertung des Friedensplans, da werden wir noch darüber diskutieren. Auch die Kennzeichnungspflicht. Ich bin der Meinung, dass, was die israelische Regierung dazu sagt, einfach falsch ist. Die Siedlungen sind völkerrechtlich nicht Teil Israels, also ist die Kennzeichnungspflicht, das war seit Jahren übrigens absehbar, auch nachvollziehbar. Die Europäische Kommission hat eine Antisemitismusbeauftragte, ich glaube, schon länger als die Bundesregierung. Und wenn dann im AfD-Text steht, in Europa würde muslimischer Terror, da würde man beschwichtigen in Europa, dann kann ich nur sagen, 2016 hat es im Herzen des Europaviertels einen islamistischen Terroranschlag auf die U-Bahn-Station Malbeck gegeben. Da haben irrsinnig viele Leute massiv drunter gelitten. Niemandem in Brüssel ist irgendwie nicht bewusst, dass islamistischer Terrorismus eine Bedrohung für unsere Zivilisation sei. Also mit anderen Worten, an Ihrem Antrag stimmt ganz wenig. Und das, was vielleicht richtig sein mag im Einzelnen, leidet darunter, dass Ihre Gesamtglaubwürdigkeit schlicht nicht gegeben ist. Am besten für die Europäische Union, am besten für Israel. Am besten für die Beziehungen der Europäischen Union zu Israel wäre, wenn Sie und Ihresgleichen aus den Parlamenten unserer Kontinents wieder verschwinden würden. Die Kollegin Dr. Barbara Hendricks ist die nächste Rednerin für die SPD.